Lufthansa-Aufsichtsratssitzung, Carsten Spohr muss sich rechtfertigen. Was ist passiert? Was sind die größten Probleme der Lufthansa-Gruppe? Und natürlich gibt wieder billige Tickets. Ja, Lufthansa hat wieder alle Buchungsklassen geöffnet, was aber nicht heißt, dass die Tickets wirklich billig sind. Und natürlich Dealzone, zwei Lufthansa-Deals, drei. Einige Lufthansa-Deals, Business Class. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Wenn ihr eure tägliche Dosis an Aviation News nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem unten zu kommentieren. Danke, dass ihr das tut. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist es natürlich auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir einen Stammtisch haben in Berlin am 21. und in München am 22. Juli. Die Situation für Lufthansa ist nicht einfach und vor allem nicht leicht. Wir haben ja alle davon gehört, was passiert. Es ist so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da in besonderem Maße selbst körperlich Schaden nehmen, wenn man für Lufthansa arbeitet. Und dieser Streit ist halt in der Tat eskaliert, so kann man es einfach sagen. Warum? Ganz einfach, weil der Zwang zu sparen, aber auch das Chaos, was an den Flughäfen ist, das Chaos, was uns tagtäglich begleitet, die IT funktioniert nicht, halt sehr viele Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte, ist natürlich ein Riesenproblem. Das Ganze ist auch über die Zeitschiene zu sehen. Die Leute haben natürlich auch während Covid nicht unbedingt in höchsten Tönen von der Lufthansa Group und der Lufthansa im Besonderen gesprochen. Man sieht es ja auch unter den Beiträgen, gerade die, die sich monothematisch mit Lufthansa beschäftigen, auch heute wieder. Es ist einfach ein Lufthansa Group Update, aber schon an einem Donnerstag, weil es halt so viele Sachen gibt. Carsten Spohr war halt bei dem Aufsichtsrat vorgeladen. Und wenn man sich das Ganze anguckt, dann muss man ganz einfach sagen, problematisch oder doch nicht. Es ist so gekommen, wie ich es eigentlich gesagt hatte. Der Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Klei ist natürlich sich durchaus bewusst über die Konflikte. Und der Brief, der geschickt worden ist, ist natürlich sehr, sehr evident. Ich hatte ja auch daraus zitiert. Aber er hat gesagt, und so wird er zitiert im Intranet, entweder wir verlieren gemeinsam oder wir gewinnen zusammen. Also das heißt, man sieht es mittlerweile als einen Krieg an. Und das muss man halt gucken. Und natürlich ist die Lage äußerst problematisch. Die Lage ist auch nicht einfach, weil natürlich auch andere Problemfelder auf die Lufthansa strahlen. Ein weiteres Zitat ist auch, und das macht auch die Entwirrung der Fäden so schwierig, nur muss man halt das Ganze dann nicht wieder auf die Dienstleister verschieben, weil ganz einfach er dann gesagt hat, zusammen mit den Flughäfen und Dienstleistern den Betrieb zu stabilisieren, die unter Ausfällen und Verspätungen leiden, Kunden zufriedenzustellen, können wir uns Gedöns sparen. Was ist Gedöns? Ist Gedöns das, alles was Geld kostet oder... Was ist Gedöns? Also da hätte ich schon gerne erwartet, dass man das etwas mehr elaboriert. Und wenn man halt den Brandbrief sieht, der ja mehrere Seiten, drei sogar, lang ist, dem Vorstand wirkliche Vorwürfe macht, gerade wegen des Sparkurses, der in Corona war. Dieses Ganze ist ja auch ausgegangen von der Personalvertretung. Und die Interessenvertretung sowohl in der Kabine als auch im Cockpit, aber auch am Boden, fordern mehr Transparenz. Das heißt also, das Schreiben an den Aufsichtsrat, was ja der Reuters vorlag, ist, dass man ein Ende des Sparkurses möchte. Deshalb kommt auch gleich als zweites Thema, was sind die Problemfelder der Lufthansa Group? Ne? Können wir ja mal auch mal gucken und da bin ich auch mal gespannt, was ihr so seht. Auf jeden Fall muss sich der Aufsichtsrat auf eine konstruktive Personalführung verständigen bzw. auch den Vorstand dazu aufrufen. Denn warum? Ganz einfach, weil Wertschätzung ist nicht mit Floskeln zu kaufen, sondern es muss auch einfach so gemeint sein und gelebt werden, wie es ist. Wir erinnern uns an die Krankenpflegerinnen und Pfleger,
wo die Leute dann einfach geklatscht haben, hat dem am Ende auch nichts gebracht. Und ich habe es auch gesagt, Leute, wir müssen dankbar sein, dass die Leute, die arbeiten bei einem Krankenstand von 40%, halt da auch noch den Job machen wollen. Auf jeden Fall ist der ganze zwischenmenschliche Bereich im Konzern verödet. Sagen wir es einfach, wie es ist. Und gestern hieß es ja auch nachhaltig beschädigt. Das ist ein Originalzitat aus dem Brief. Lufthansa-Group-Chef Carsten Spohr sagt, dass das Ganze auf dem Problem der Flughäfen und der Bodendienste zurückzuführen sei. Er entschuldigt sich natürlich dafür, dass viele Dinge nicht so gelaufen sind, dass er halt zu viele Leute rausgekickt hat. Man hat ja bei der Lufthansa massig Leute rausgeworfen. Die Mitarbeitervertretung hat halt wirklich ein Bild gezeichnet, was ein Riesenproblem ist. Es ist aber auch das Problem nicht, dass das Fußvolk, ich sag jetzt mal das, womit wir täglich zu tun haben, outgesourced worden ist. Weil das ist genau das Problem. Man sieht es als Fußvolk, als Kostenstelle. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Denn man muss halt einfach sehen, dass die Leute, mit denen wir Kundenkontakt haben, ja gerade die Kundenbindung auch herstellen. Und das ist das, was Lufthansa ausmacht. Und wenn man natürlich von oben keine Liebe bekommt, kann man keine Liebe weitergeben. Und dann bekommen wir als Passagiere keine Liebe. Ich selber gebe der Lufthansa ja auch meine Liebe in Form von Cash zum Beispiel. Oder was wir hier machen. Ich meine, ich rede mir ja mundfusselig teilweise für Lufthansa, weil den Konzern mag ich ja eigentlich, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Hab den Honja auch nicht erflogen, weil das eine Firma ist, die ich nicht mag. Gut, war ja auch einfach, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, da muss man doch einfach mal gucken, was da passiert ist. Denn wenn man das Renditeziel von mindestens 8% bis 2024 verfolgt und das halt wirklich die Maßgabe ist, wo soll das Ganze denn enden? Dafür sollen 1,8 Milliarden Personalkosten eingespart werden und ein Großteil davon ist ja schon realisiert worden. Personalvertreter und Gewerkschaften, die sollen einfach aufgeben, die sollen einfach kapitulieren, die sollen einfach weiter die Kosten drücken und das, was der Personalvertreter dem Management vorwirft, ist doch ganz klar, gerade das angeblich viel zu teure Personal hat in der Vergangenheit alle durch den Sparmann hervorgerufenen Messstände ausgebügelt vor den Kunden kaschiert. Wir erinnern uns doch, wie die Kabine zum Beispiel, wenn das Produkt, und ich meine das Hartprodukt oder das Essen ja auch, ein Problem hat, die haben ja trotzdem gelächelt und das verkauft. Das ist einfach so. Und wenn man dann von 140.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um Kostensenken sich trennt und die Zahl unter 100.000 bringt, dann ist das schon ganz viel. Und Leute, natürlich leidet die Qualität und die Qualität leidet ja auch nicht nur, weil an der Frontline ja, das Personal fehlt, sondern das Personal fehlt ja auch auf Management-Ebene, heißt also auch in den oberen Hierarchien, die entscheiden können. Ich selber merke das ja auch teilweise, dass Ansprechpartner einfach gar nicht mehr da sind, die sind weg. Ja, das ist einfach so. Also ganz, ganz merkwürdig und viele Leute haben auch keine Zeit. Und dann hat wieder Reuters den Aufsichtsratschef Klei zitiert, der sagt, für unsere Mitarbeiter am Boden und in der Luft ist die Situation grauenvoll. Ja, das umschreibt das ja mehr als normal. Von Verzweiflung, Tränen, von Hilflosigkeit begleitet sich die Loyalität zu unserer Lufthansa bekannt. Ja, natürlich gibt es körperliche Attacken und sind loyal, aber man muss halt einfach gucken, woher kommt das Ganze? Warum sind die Leute mittlerweile so verärgert? Es ist nicht nur ein Zeichen der Zeit, also das Zeichen der Zeit, dass die Passagiere sich so schlecht benehmen. Wobei ich natürlich da Tabula Rasa machen würde, wenn jemand da komplett randaliert, No-Fly-List, danke, tschüss. Aber nun gut, es sind halt bei der Personalplanung Fehler gemacht worden. Das kann man jetzt im Moment auch nicht ändern. Das ist einfach so. Und der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass die Maßnahmen, die jetzt vom Vorstand gemacht worden sind, ja, wie Flugstreichungen, aber auch zusätzliches Personal erfolgreich sind. Was ich allerdings jetzt so nicht unbedingt sehe als das Riesen-Ei des Kolumbus, um es mal so zu sagen. Ich glaube ganz einfach, um dieses Thema einfach abzuschließen in diesem Turmkomplex, muss man einfach sagen, und das ist das, was der Kollege Klein auch noch gesagt hat, sollen wir aber unsere Kraft jetzt da reinsetzen, das alles hier und heute aufzuarbeiten? Aus meiner Sicht nein, jetzt müssen wir erstmal den Schlamassel in den Griff kriegen.
Aber um den Schlamassel in den Griff zu kriegen, muss man natürlich das ganze Thema auch mal wirklich angehen und langfristig denken und nicht nur von einer Bilanz zur nächsten. Pause mache ich kurz. Wollte was trinken, habe mein Trinken vergessen. Scheiße. Naja, auf jeden Fall rede ich dann weiter. Gestern die Aufsichtsratssitzung, wo man sagt, man will das jetzt alles nicht hier und heute lösen, aber was sind die Problemfelder der Lufthansa? Weil das Flugchaos ist ja, wenn man das so sieht, bei der Lufthansa-Gruppe richtig knallhart rein. Natürlich, British Airways hat auch Probleme mit Streiks, SAS hat Streikprobleme. Bei SAS gibt es ja auch noch Probleme in der ganzen Kultur, wo man sich das angucken muss. Da muss man natürlich dann knallhart sagen, das ist bei Lufthansa ja auch der Fall. Und man hätte ja ganz einfach sagen können, hey, man kauft jetzt die ITA, hat das Angebot übrigens gestern reduziert, sollte ja bei 1 Milliarde liegen, jetzt ist man bei bummelig weniger. Sagt man, hey, aber die Delta will auch. Nein, das nur so als Randnotiz. Delta hat auch weniger Angebot gemacht, also Delta, KLM, Air France zusammen mit dem Investor. Und damit ist halt für den Start in Italien ein scheiß Zeitpunkt gewesen, da nochmal zu sagen, ihr müsst euer Angebot nachbessern. Ist natürlich nach unten gelaufen, ganz dumm gelaufen. Aber nun gut, nachdem jetzt hier die Corona-Maßnahmen aufgehoben sind, lass uns doch einfach mal gucken, was das Problem ist. Das Problem in meinen Augen, Nummer eins, ist das Personal. Personalmangel. Und dieser Personalmangel führt dazu, dass die Passagiere natürlich Wartezeiten haben, dass die Leute gereizt sind, dass sie Angst haben, dass sie ihren Urlaub verpassen oder auch verpassen. Oder dass man Wartezeiten hat, was natürlich bei der Hitze nicht unbedingt so prickelnd ist. Das muss geändert werden. Das heißt also, muss Personal eingestellt werden. Man muss halt einfach gucken, nicht nur, dass die Leute eingestellt werden, sondern dass das auch ein attraktiver Job ist, dass man die Leute auch bekommt, weil man findet sie ja im Moment auch gar nicht. Und wir erinnern uns ja alle noch an die Tafel, die ich einmal eingeblendet habe, oder als Thumbnail hatte ich sie. Aufgrund zahlreicher Flugstreichungen bitten wir Sie ab sofort eigenständig um eine Weiterreise mit der Bahn zu kümmern und sich ins Hotel nach Hause zu begeben. Umbuchung oder Hotelbuchung können wir heute nicht mehr vornehmen für Sie. Das ist eine Kapitulation. Das darf einfach nicht passieren. Und natürlich, wenn man 40% Krankenstand hat, das ist das, was kolportiert wird, ist man natürlich im Management da gefordert. Also man muss Leute heranschaffen, man muss Leute herbekommen. Man muss halt einfach gucken, dass man die Leute, die man in der Corona-Zeit entlassen hat, wieder anspricht und gegensteuert. Weil natürlich dieser Mangel an Leuten, der bleibt, ja, also wenn ihr nichts dagegen tut. Und die Führung muss da den Leuten wieder mehr Benefits geben. Und Benefits ist halt wirklich, dass die Leute zufrieden sind. Ja, die Leute müssen zufrieden sein. Also einmal muss dieser Personalengpass wirklich kompensiert werden, weil es halt ein stressiger Beruf ist. Und es ist wirklich so, dass das Schlimmste ist ja einfach, dass auch in der Kabine, wo die Leute fehlen, dass die meiste Erfahrung haben, und ich finde das ja immer so amüsant, wenn die Leute sich darüber beömmeln, dass bei Lufthansa der Altersdurchschnitt in der First Class von den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern überdurchschnittlich ist. Ja, das ist mir aber wurscht, die sind für meine Sicherheit da und die sind dafür da, dass wir ordentlich bedient werden. Ich weiß, einige sagen natürlich, dass Bedienung im Moment nicht so wirklich funktioniert und so. Gibt so und so, ne? Aber, und das ist das, was ich wichtig finde, das Know-how. Was nützt es mir denn, wenn wir da irgendwelche Mädels oder Jungs haben, die hübsch anzusehen sind, aber leider keine Routine haben? Deshalb haltet die Leute, die da sind. Wissensabfluss ist immer scheiße. Dann natürlich mehr Anerkennung. Und man muss dann natürlich weiter sich angucken, das Produkt. Wir kriegen schon seit langem die neue Business Class versprochen. Und natürlich kann man jetzt darauf verweisen, dass man sagt, hey, der Sitz ist nie angekommen, da können wir jetzt nichts für. Und ja, der Flieger, ja, ist aber nicht mein Problem als Kunde. Ja? Dann mit dem Essen. Ja, das ist ja auch Produkt. Ich meine, man hat Lounges geschlossen, man hat da richtig die Notbremse gezogen, hatte fast da die Streifen am Boden gesehen. Und die Ticketpreise sind gestiegen. Mein Freunde der Nacht, fahrt in der Lounge mal wieder ein bisschen was auf, auch an Bord. Was soll denn dieses? Auch dieses permanente Gekniepe. Ich verstehe das mit bei an Bord. Aber konsequenterweise hatte man doch einfach dieses Fünf-Sterne-Projekt ernsthaft gestartet
und ist dann wirklich, wie heißt das so schön, als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Und das ist das Problem. Deshalb ist ja konsequenterweise der vierte Stern weggekommen. Und das ist das Riesenproblem. Also auf diesem Feld vom Produkt, und da rede ich auch über Telefonservice, dass man kompetente Mitarbeiter hat, dass man durchkommt, dass man also das Gefühl hat, dass man wieder bei Lufthansa wohin kommt, dann auch mit den Flugzeugen, ja, schwierig, also auch dieses permanente Outsourcing, also man hat ja gesehen, was bei der Gate-Gourmet passiert, die Leute haben keinen Bock zu arbeiten, ist ja logisch, und da fehlt Motivation, also insofern, das sind in meinen Augen Hauptstellen, sind also wirklich der Service im Allgemeinen, aber auch im Besonderen und natürlich logischerweise eine gewisse Detailverliebtheit, Attention to Detail. Und das ist das, wo man bei der Lufthansa wieder hinkommen muss, damit man berechtigterweise auch wieder irgendwann 5 Sterne bekommt. Und natürlich die Malaise Personal. Guckt euch das an. Ich finde das einfach, ja, ich finde es einfach zum Kotzen, ich finde es schade, aber so ist das anscheinend. Wem jetzt noch nicht die Lust vergangen ist, mit Lufthansa zu fliegen, dem haben wir auch gute Botschaften zu verkünden. Die Botschaft finde ich wieder eine tolle. Nachdem natürlich vor nicht allzu wenigen Tagen, ich glaube, wann war das, letzte Woche, von der Lufthansa gesagt worden ist, hey, wir machen nur noch die teuersten Buchungsklassen und so weiter. Das heißt also, man verkauft nur noch für die First Class, die F und so weiter. Weil wir Platz für Umbuchen haben will, ist das Ganze wieder retourniert worden. Anscheinend hat man jetzt irgendwie zu viel Gegenwind gehabt und hat auch gemerkt, dass das jetzt nicht funktioniert. Aber man muss natürlich auch sagen, dass diese Empörung, die der Lufthansa entgegengeschlagen ist, bei den Preisen da ganz knallhart auch ein Problem ist. Auch wenn man die Buchungsklassen geöffnet hat, es gibt gar nicht so viele Tickets. Also sind die niedrigen Buchungsklassen sowieso alle weg. Und deshalb hat man natürlich da jetzt im Vergleich zur KLM nicht ganz die Hardcore-Bremse gezogen, aber man konnte wenigstens halt wirklich noch ein paar Tickets buchen. Ab dem Mittwoch gibt es nun wieder grundsätzlich alle Buchungsklassen, alle verfügbar, also seit gestern. Man muss halt einfach gucken, dass das auch wieder günstiger wird, dass da wieder das Chaos entwirrt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass man jetzt natürlich die Flugstreichung und so weiter treibt und ich weiß gar nicht, wie viele diese Ferryflüge, also das sind diese Leerflüge, wie viel es da gab. Also das ist ein bisschen bessere Planung, Freunde der Nacht. Und ein Flugzeug kann halt nicht einfach leer fliegen, wenn Leute warten, dass sie irgendwo hin wollen. Also das finde ich doch äußerst problematisch. So, nachdem wir natürlich uns wieder so ein bisschen in die teure Gegend bewegt haben, wobei man da auch sagen muss, ich bin mutig, ich fliege mit Lufthansa, also ich persönlich würde mit Lufthansa fliegen, wollte ich euch noch einen Deal mitgeben, der einige Ziele hat mit Lufthansa Group, also mit der Lufthansa, mit der Swiss zum Beispiel. Ab Budapest ist das zum Beispiel, Budapest ist ja auch immer ein Ziel, wo man relativ günstig wegkommt. Es ist kein Reisezeitraum festgelegt worden. Auch ein Mindestaufenthalt muss man allerdings dann einhalten. Das heißt also 6 Tage nach Ankunft oder halt dann am ersten Sonntag nach Ankunft. Das ist halt die Samstag-Sonntag. Hier ist der Klassiker. Buchungsklasse ist P. P-Buchungsklasse heißt 100%. Flüge findet ihr wie immer im Reisebüro oder aber auch auf lufthansa.com zum Beispiel. Als Beispiel Nairobi in der Business Class von Budapest aus für knapp 1.400 Euro, etwas drunter. Dann nach Delhi als Return 1.450. Und wenn ihr nach Bangkok wollt, dann 1.550 Euro. Mein habe ich euch diesmal nicht ausgerechnet, damit ihr so jetzt dann warten müsst. Aber sagen wir einfach mal so, danke, dass ihr heute wieder da seid bei Frequent Traveler TV. Danke, dass ihr euch für den Kanal interessiert. Danke, dass ihr mich unterstützt, Mario unterstützt, den Kanal unterstützt. Ich hätte einfach sagen müssen, Mario unterstützt, den Kanal unterstützt, mich unterstützt. Nur der Esel nennt sich zuerst, glaube ich, so ist die Redewendung. Aber nichtsdestotrotz ist ja aufgefallen. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und kommentiert.
Also, danke, dass ihr es getan habt. Bis morgen zu eurer nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV und hoffentlich nicht so Lufthansa-lastig. Weil es muss ja irgendwann mit dem Laden auch mal wieder aufwärts gehen, oder? Also, bis dann. Ciao.